Hallo, willkommen auf unserem Kanal Schock News. Wir liefern euch tägliche News über berühmte Persönlichkeiten und deren Geschichten aus ihrem Leben. Lasst doch eine Bewertung da und Anregungen in den Kommentaren, was wir besser machen können. Das würde unserem Kanal sehr helfen. Barbara Meyer, 32, ist das neue Gesicht der brasilianischen Modemarke Ipanema, mit der sie sich für faire Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt einsetzt. Damit tritt die GNTM-Gewinnerin von 2007 in die Fußstapfen keiner geringeren als Gisele Bündchen. Auch privat könnte es für Barbara kaum besser laufen. 2019 heiratet sie den österreichischen Unternehmer Clemens Hallmann, 43. Exklusiv sprachen wir mit Barbara Meyer über ihre Hochzeit in Venedig, die Vorbereitungen und ihre Pläne für die Zukunft. Bunte.de, Barbara, du wirst schon bald heiraten. Was ist im Moment der größte Stressfaktor für dich? Barbara Meyer, das ist schwer zu sagen. Es ist allgemein doch sehr viel Stress. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Vorbereitungen für einen einzigen Tag im Leben geben kann. Aber wir haben eine Wedding-Planerin, die uns hilft und sehr viele vorbereitet, die auch schon ordnerweise Unterlagen hat. Ich bin froh. Dass sie uns das abnimmt. Im Endeffekt wollen wir aber auch selbst unsere Hochzeit planen und Entscheidungen treffen, die Farbe der Einladung aussuchen, die Blumenfarbe bestimmen. Am Ende möchte man trotzdem, dass es die eigene Handschrift hat. Da sind sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen. Und natürlich kümmern wir uns auch gut um unsere Gäste. Der Zeitaufwand ist groß, aber ich habe festgestellt, dass es der schönste Stress ist, den ich je hatte. Bunte.de, werdet ihr die Hochzeit denn eher im familiären Kreis feiern, oder wird es ein großes Fest geben? Barbara Meyer. Eigentlich wollten wir es auf die Familie und Freunde beschränken, ich habe aber eine sehr große Verwandtschaft. Dazu haben wir viele Freunde. Ich habe mal gezählt, unsere Gäste kommen aus ungefähr 12 oder 15 Ländern. Obwohl wir am Anfang gesagt haben, wir konzentrieren uns nur auf Freunde und Familie, waren das dann doch schon ein paar Menschen mehr. So wirklich klein schaffen wir es nicht. Es gibt einfach viele Personen in unserem Leben, die wir gern haben, viele Geschäftspartner. Mit denen wir auch freundschaftlich verbunden sind, konnten wir gar nicht mehr einladen, weil wir die Gästeliste ja nicht unendlich erweitern können. Irgendwann ist man auch an den Platz der Location gebunden. Die Gästeplanung ist eine große Herausforderung.
Wenn euch die Videos gefallen, so lasst doch dann ein Like und ein Abo da. Vielen Dank.